Hallo, ich bin Andreas aus dem Heros Education Team und darf heute mit euch über die unterschiedlichen Tönungen sprechen. Ja, es gibt ja saure Tönungen und es gibt alkalische Tönungen. Wo liegt denn genau der Unterschied? Ja, eine saure Tönung, wie der Name schon sagt, ist sauer eingestellt. Dementsprechend ist sie natürlich haarschonender, weil sauer heißt immer absäuern, die Haarstruktur, die Schuppenschicht schließt sich zusammen. Dementsprechend kann ich hier ein leichtes Pigment einlagern und habe keine großartige Haarschädigung dabei. Es ist allerdings so, dass eine saure Tönung sich eher an der äußeren Schuppenschicht anlagert und nicht ganz so lange haltbar ist, wie zum Beispiel eine alkalische. Hier gibt es natürlich genügend Produkte, wie zum Beispiel die Vitality's Tone Shine oder die Dialight von L'Oreal. Auf der anderen Seite haben wir die alkalische Tönung. Hier ist es so, dass meine Schuppenschicht leicht angequollen wird und das Pigment tiefer einlagere als zum Beispiel bei einer sauren Tönung. Vergleichbare Produkte wären hier die Super Brilliant Touch oder die Color Touch von Wella. Sie ist langanhaltender als die saure Tönung, ist jedoch auch intensiver, weil sie halt alkalisch ist und die Struktur mehr quillt. Hier ist natürlich ein Absäuern nach dem Vorgang mehr als notwendig. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat ein bisschen Klarheit gebracht. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar, ein Abonnement oder ein Like dalassen. Ansonsten würde ich mich freuen, euch bald wiederzusehen. Euer Andreas. Hair House, wo das Herz für Haare schlägt.